Es ist Donnerstag, der 12. Juni 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Ja, wir leben in bewegten Zeiten. Wir haben uns entschlossen, zur EU-Datenschutzverordnung, der angeblichen, richtiger ist EU-Datenschutz- und Zensurverordnung, noch einige Neuigkeiten zu bringen. Danach werden Sie, wie schon erwartet, die deutschen Synchronisationen der Interviews mit Mark Anderson, Professor Nils Herth und Lave Broch, die wir in Kopenhagen interviewt haben, hören. Aber jetzt erst noch zur angeblichen EU-Datenschutzverordnung. Das ist zu finden auf der Webseite von dem Europaparlament. Ich gebe mal den Link an: www.europal.eu/oeil/pop-ups/fish-procedure.do Fragezeichen Reference gleich 2012/0011 Klammer auf COD Klammer zu. Da sehe ich es gegenwärtig im Internet. Oder Sie geben einfach das Aktenzeichen ein. 2012/0011 und dann Leerzeichen, Klammer auf, COD, Klammer zu. Ja, worum geht es? Beworben wird es als Entwurf einer EU-Datenschutzverordnung. Diese Verordnung soll zwei bisherige EU-Richtlinien ablösen. Der Unterschied ist ja, Datenschutz, eine Verordnung der EU ist direkt unmittelbar anwendbar, während eine Richtlinie nur das Ziel vorgibt, wie das umzusetzen ist. Die eine bisherige Richtlinie hat sich auch schon beschäftigt mit Veröffentlichungen im Internet, in Medien, und wie da der Datenschutz zu wahren ist. Und die andere, die hat ihren Ausfluss in Deutschland eher im Bundesdatenschutzgesetz gefunden. Und die andere beschäftigt sich mit Telekommunikation, findet man in Deutschland deren Umsetzung eher im im Telekommunikationsgesetz. Ja, und dieser Verordnungsentwurf, der ist umfasst das, was man über konkrete Personen an Daten verarbeitet oder auch an Informationen verbreitet, mit Hilfe halbautomatischer oder automatischer Mittel. Da ist natürlich besonders von betroffen, was man im Internet veröffentlicht, aber halbautomatische Mittel wären auch, wenn man mit Hilfe von Lautsprechern etwas verbreitet. Wie bisher, bei den bisherigen Richtlinien, kann die Mitgliedstaaten sind auch dazu aufgerufen, Ausnahmen festzulegen zum Schutz der Meinungs- und der Pressefreiheit. Bei dieser Verordnung allerdings hätten sie dann nur 2 Jahre Zeit. Und sie müssten es der Kommission anmelden und könnten es nicht selber in einem Umsetzungsgesetz bestimmen. Ja, bei 12.03.2014 ist jetzt eine Änderungsfassung, ein geänderter Entwurf vom Europaparlament beschlossen worden, aber soweit wir erkennen können, noch nicht vom Ministerrat. Als wir beschlossen haben, das in dieser Sendung aufzunehmen, das ist schätzungsweise Ende Mai oder Anfang Juni gewesen, da war es noch zu finden, die komplette Datei unter dem von mir eben genannten Link, den bisherige Entwurfsfassung und was das Europaparlament da für Änderungen am 12.03. beschlossen hat. Bei dieser Verordnung ist das Kritische daran ist, dass eben alle von den Vorschriften getroffen werden, die nicht zum Schutz von Meinungs- und Pressefreiheit davon ausgenommen werden. Und da gibt es zum Beispiel ein Recht auf Vergessenwerden. Das heißt, wenn jemand nicht mehr möchte, widerspricht, dass über ihn etwas im Internet steht, kann er nach Artikel 17 des Verordnungsentwurfs das geltend machen. Und im bisherigen Entwurf war drin, dass nicht nur das die Fundstelle rausgenommen werden muss, wo der Text im Internet steht, sondern auch noch jegliche Verlinkung dahin. Also selbst Links, die ins Leere zeigen würden, das ist vom Europaparlament umformuliert worden, dass nur noch das verhältnismäßiger sein soll. Also es steht nicht mehr ausdrücklich drin in dem Entwurf, dass jetzt jeder Link gelöscht werden muss.
ist dann die Frage, wie würde das, wenn es in Kraft wäre, ausgelegt werden? Ist das Risiko, dass dann, wenn jemand, der vielleicht erst zugestimmt hat, dass über ihn etwas veröffentlicht wird, es dann doch nicht mehr will, wenn der will, dass es aus dem ganzen Internet gelöscht wird, was dann als zumutbar gelten würde, Risiken für Presse und für Blogger wären immer noch enorm. Die Artikel 28 enthielt umfangreiche Aufzeichnungspflichten. Das wäre der bisherige Entwurf, da ist einiges rausgestrichen worden. Da die aktuelle Fassung leider hier im Netz auf der offiziellen Seite nicht mehr zu finden ist, zumindest vorübergehend, vielleicht wird sie ja wieder eingestellt, kann ich jetzt nur aus dem Gedächtnis sagen. Da waren zum Beispiel Pflichten drin, dass man aufzeichnet bei Datenverarbeitung, unter anderem, wer ist der Empfängerkreis? Das ist natürlich etwas schwieriger, wenn jetzt zum Beispiel es jetzt nicht um Verarbeitung zum Beispiel von Kundendaten oder ähnliches geht, sondern wenn es darum geht, dass ein Medium zum Beispiel etwas im Internet veröffentlicht oder eine Zeitschrift, die man im Kiosk kaufen kann, wird ja auch mit automatischen Hilfsmitteln hergestellt. Da stehen ja auch Dinge über konkrete Leute drin. Wir können doch nicht alle ihre Kunden, die es am Kiosk kaufen. Und die Frage ist da natürlich auch, wie weit ist da ein Raum für Willkür, dadurch, dass man unzumutbar bürokratische Lasten auferlegt. Und eigentlich finde ich das Heftigste, was es dort gibt, ist für Veröffentlichung im Internet oder bei Dingen, die spezifische Risiken beinhalten, nach Einschätzung einer Datenschutzbehörde, dass man da eine Folgenanalyse machen müsste. Und wenn eine Folgenanalyse nicht gemacht würde oder nicht umfangreich gemacht würde, drohen erhebliche Bußgelder. Und der Bußgeldrahmen geht da bei Dingen, die man da als schwerere Datenschutzverstöße ansieht, in dem Verordnungsentwurf, bis zu 1 Million. Das findet man in Artikel 79 des Verordnungsentwurfs. Also schon, wenn jemand eine für unzureichend befundene Folgenanalyse einreichen würde, könnte es dazu führen, dass Bußgelder in solcher Höhe festgelegt werden. Damit kann man praktisch unliebsame Meinungsäußerer, vor allem im Internet, aber auch bei anderen Dingen, wo man allgemein spezifische Risiken sehen würde, mit ja allein einer oder wenigen Bußgeldverhängungen ruinieren, sodass sie dann als lästige Meinungsäußerer nicht mehr auffallen würden. Das ist ein riesen Missbrauchspotenzial. Bei bestimmten Dingen, Artikel 34, vor allem auch bei Veröffentlichungen im Internet, wäre auch vorab eine Genehmigungspflicht. Bei der Datenschutz- bzw. Datenschutz- und Zensurbehörde, denn darauf läuft es hinaus, müsste man sich vorab genehmigen lassen, wenn man was im Internet veröffentlicht. Wie gesagt, die ganze Verordnung gilt immer nur, wenn man was über konkrete Personen schreibt. Das Ganze würde nicht nur Medien treffen, nicht nur Blogger, es würde zum Beispiel auch Politiker treffen, die im Internet etwas schreiben. Und normalerweise zum Beispiel ein Wahlkampf, wie er online passiert, der ist Veröffentlichung über politische Meinungen anderer Leute, was man darüber denkt, ist an dem Verordnungsentwurf nicht ausgenommen. Das heißt, Partei A kritisiert Partei B, erzählt, was Partei B macht und wie Partei A es in eigener Meinung besser machen würde. Solche Dinge müssten bei Veröffentlichung im Internet oder zu sensiblen Sachverhalten dann vorgelegt werden, der Überwachungs- und Datenschutzbehörde. Und man müsste eine Folgenanalyse einreichen. Und was ist, wenn die Folgenanalyse für unzureichend befunden würde? Kaum eine Partei hat mal eben 1 Million, die sie ein Bußgeld zahlen muss. Die meisten Parteien würden damit pleite gehen und so ein Bürokratieaufwand, die ganzen Folgenanalysen zu lesen und einzufordern. Man könnte nie alle Leute überwachen. Es läuft darauf hinaus, dass es rein faktisch nur selektiv gemacht werden könnte. Also diese Vermischung von Zensurpotenzial und Datenschutz, aber eben mit völlig überhöhten, zumindest von der maximalen Höhe des Bußgeldrahmens, völlig überhöhten Bußgeldern, würde dafür sorgen, dass man ja
gleichheitswidrig und willkürlich unliebsame Meinung vor allem im Internet mit Bußgeldern zum Schweigen bringen könnte. Internet ist ja ein wichtiger Ort dafür, um zum Beispiel für Friedensaktivismus Meldungen, die möglicherweise zu Kriegslügen werden könnten, öffentlich zu diskutieren, zu hinterfragen. Auch dafür ist das Internet ein wichtiger Ort. Und das würde dadurch auch gefährdet werden können. Die Aufsicht über die Datenschutzbehörden nach dieser Verordnung hätte letztendlich in zweiter Stufe die EU-Kommission, was das Risiko birgt, dass vor allem ein Fokus wäre auf Leute, die unliebsame Dinge sagen, die der EU-Kommission unliebsam sind und dabei dann gegen die strengen Datenschutzregeln verstoßen ist. Ja, das Europaparlament hat bei dem Bußgeldrahmen sogar noch verschärft. Für Unternehmen soll der Bußgeldrahmen jetzt bis zu 100 Millionen gehen. Es geht hier um Datenschutz. Nur eben so weit gefasst, dass es auch zur Zensur gebraucht werden kann. 100 Millionen sind dazu völlig außer jeglichem Verhältnis. Und Schadensersatz und Strafvorschriften sind da auch drin. Also die Mitgliedstaaten müssen Strafvorschriften machen zum Thema Datenschutz. Und der Geschädigte kann da auch Schadensersatz verlangen. Aber Bußgelder bis zu 100 Millionen bei Unternehmen oder bei Nichtunternehmen bis zu 1 Million noch obendrauf, das ist keine Verhältnismäßigkeit mehr erkennbar. Ja, Dinge, die da möglicherweise zensiert werden könnten, zum Beispiel was der EU-Kommission oder EU-Institution unbequem sein könnte, ist zum Beispiel die Rolle der EU bei, im Zusammenhang mit dem Maidan und dem Sturz von Präsident Janukowitsch in der Ukraine oder die ganzen Sparmaßnahmen im Namen des Euro vom europäischen Finanzierungsmechanismus, also zwischen Griechenlandhilfe und ESM, bis hin zur EU-Wirtschaftsregierung. Oder die Handelsabkommen, die man schließen will, von TTIP bis TISA, ohne ein freies Internet, wo auch Unliebsames gesagt werden kann und wo auch gesagt werden kann, Entscheidungsträger so und so hat sich dazu so und so geäußert und da nicht eine umfangreiche Folgenanalyse gemacht werden muss und eine Genehmigungspflicht, bevor man sagt, wie sich zum Beispiel ein Freihandelskritiker oder ein EU-Handelskommissar oder wer auch immer geäußert hat, ist da erforderlich, damit diese Abkommen nicht einfach in Kraft treten können, ohne vorherige öffentliche Debatte. Ja. Aber den ursprünglichen Entwurf, der ist im Internet zu finden, also Aktenzeichen 2012-0011-COD, wie gesagt. Wir werden die Augen offen halten, ob die aktuelle Fassung, wie sie vom Europaparlament am 12.03.14 beschlossen worden ist, wieder auftaucht oder nicht. Bei unserem Politikblog haben wir zum Thema mehrere Artikel geschrieben, darunter den Artikel, wie man Europa zum Schweigen bringt, also Betonung Zensurcharakter, beleuchtet, wie man diesen Verordnungsentwurf, nachdem es um ihn ruhig geworden war, wieder aufgegriffen und beworben hat, anlässlich des NSA-Skandals, und wo es aber sichtbar gar nicht darum geht, den Geheimdiensten Grenzen zu setzen. Interessanterweise, und ein anderer Artikel dazu ist wie ein Bankkreis der Angst. Die beiden kann ich für einen Überblick über die bisherigen Fassungen Vorstand 12.03.2014 empfehlen. Interessanterweise, das habe ich noch aus dem Gedächtnis, die Fassung, die man am 12.03.14 im Europaparlament beschlossen hat, es sollten eigentlich die Institutionen der EU von dem Entwurf, den Datenschutz und Zensurverordnung ausgenommen werden. Interessanterweise die Ermächtigung, überhaupt Datenschutzrichtlinie auf Verordnung zu machen, Artikel 16
des Vertrags über der Arbeitsweise EU-AU-Vertrag geht eigentlich nur so weit, dass die EU Datenschutzrecht setzen kann, insoweit wie es um den Schutz der Daten geht. Entweder soweit Daten verarbeitet werden von Institutionen der EU oder von Institutionen der Mitgliedstaaten, insoweit diese EU-Recht ausführen. Das, was es bisher schon an Datenschutzrichtlinien gibt, hingegen, und das, was durch die Verordnung dann abgelöst werden soll, das beschäftigt sich gerade nicht damit, sondern da ist betroffen vor allem Datenverarbeitung und Informationsverbreitung durch Private. Und das hat allerdings der Beschluss des Europaparlaments 12.03.2014, soweit ich das sehen konnte, rausgenommen. Das heißt, die Institutionen der EU wären voraussichtlich dann genauso betroffen. Das heißt, wenn die Institutionen der EU dann über irgendjemand Konkretes irgendwas im Netz verbreiten, müssten sie sich das genauso genehmigen lassen, genauso eine Folgenanalyse machen und müssten genauso solche Bußgelder fürchten. Insoweit wie dieser Verordnungsentwurf gemacht worden ist, um Zensur zu ermöglichen, könnte das insoweit erstmal schiefgegangen sein. Aber es ist kein Grund, Entwarnung zu geben, angesichts der Bußgelder, die unliebsamen Meinungsäußerern drohen. Ja, ein weiterer Aspekt ist dieser Zensurverordnungsentwurf. Das ist bisher noch nicht so beleuchtet worden. Er hat schon mehrere Runden genommen. Eine Verordnung oder eine Richtlinie tritt ja nur in Kraft, nachdem das Europaparlament zugestimmt hat und der Ministerrat. Es gab mehrmals Änderungsfassungen, unter anderem eine am 16.01.2013. Und ebenfalls am 16.01.2013 gab es auch einen Entwurf für Ausführungsbestimmung, Aktenzeichen 2012-0370, dann in Klammern NLE, über Militäreinsätze im Innern als Teil Ausführungsbestimmung der Solidaritätsklausel, Artikel 222. EU-Vertrag, da stellt sich die Frage, ob da ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen diesen möglichen Zensurwünschen, die man in der Datenschutzverordnung mit hineingemischt hat, besteht, und der Möglichkeit, leichter Militär im Inneren einzusetzen. Ja, wir werden am Thema dranbleiben. Wenn wir es wiederfinden, wie der aktuelle Beschlussstand ist, aktuelle Fassung, werden wir darauf wieder aufmerksam machen. Ja, kommen wir nun zu den Interviews, die wir gemacht haben am Rande der Bilderberg-Konferenz 2014. Dieses Jahr 2014 fand die Bilderberg-Konferenz im Marriott Hotel in Kopenhagen statt, vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2014. Und gegenüber dem Marriott Hotel, da an der Straßenseite, war ein Platz für Demonstrationen und Kundgebungen reserviert. Dort sprachen wir mit Mark Anderson. Mark Anderson ist Nachfolger von Jim Tucker bei American Free Press, das ist eine Zeitung aus den USA. Jim Tucker hat jetzt jahrzehntelang den Bilderberg-Konferenzen nachgereist. Er hat sie überhaupt erst ins Licht der Massenöffentlichkeit geholt. Leider ist Jim Tucker letztes Jahr verstorben. Wir haben für Macht und Menschenrechte letztes Jahr noch ein Interview mit ihm geführt. Finden Sie auch auf unserer Seite jungletram.de. Ja, und jetzt 2014 haben wir mit seinem Nachfolger Mark Anderson ein Interview geführt, das Sie nachher in deutscher Synchronisation hören werden. Außerdem gesprochen haben wir mit Professor Nils Harris. Nils Harris ist bekannt geworden unter anderem dadurch, dass er entdeckt hat, dass
Bei den Anschlägen am 11. September 2001, wo die World Trade Center eingestürzt sind, ein Brandmittel namens Nanothermit eingesetzt worden ist. Und in dem Interview erläutert er, was Thermit ist, was Nanothermit ist, was Thermat ist, wofür man solche Stoffe verwendet und was das mit dem Einsturz der World Trade Center für eine Bedeutung hat, was das beweist bzw. widerlegt. Professor Dr. Hert war einer der Redner am Samstag während der Bilderberg-Konferenz auf der Veranstaltung am Samstag im Rahmen der Information zur Bilderberg-Konferenz. Außerdem gesprochen haben wir mit Lawe Broch. Herr Broch ist zweiter Spitzenkandidat von der dänischen Volksbewegung gegen die EU. Das ist ein Bündnis mit Kandidaten aus verschiedenen Parteien, die sich gegen die EU wenden oder beziehungsweise für weniger Macht für die EU politisch in der linken Fraktion des Europaparlaments angesiedelt. Wir haben Herrn Broch im Büro in Kopenhagen besucht und ihn zu dem Programm der Partei und was man jetzt im Europaparlament nach der Wahl machen will und auch zu seiner Einschätzung zu Bilderberg interviewt. Ganz herzlich danken möchte ich unserem Kollegen Josch, der in kurzer Zeit großem Einsatz die drei Interviews vom Englischen ins Deutsche synchronisiert hat. Und ja, ich möchte gleich bitten um Abspielen der Interviews. Unsere nächste regelmäßige Sendetermin wird in 2 Wochen sein, am 26. Mai 2014. Bleiben Sie dran. Ihr Volker Reusing. It is Friday the 30th of May 2014. This is an interview for unser Politikblog and Jungle Drum Radio. My name is Volker Reusing. Es ist Freitag, der 30. Mai 2014. Dies ist ein Interview für unser Politikblog von Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute spreche ich mit Herrn Mark Anderson von der American Free Press. Wir stehen gegenüber dem Bilderberg Hotel in Dänemark, wo gegenwärtig die Bilderberg-Konferenz stattfindet. Herr Anderson, wie lange folgen Sie Bilderberg? Dies ist für mich das 5. Jahr, in welchem ich über Bilderberg berichte. Ich habe begonnen zusammen mit dem ursprünglichen Herz von American Free Press, Jim Tucker. Letztes Jahr war mein erstes Meeting ohne ihn. Es ist jetzt mein 2. Jahr allein, mein 5. Jahr insgesamt der Berichterstattung über Bilderberg. Und was sind Ihre Haupterkenntnisse bezüglich Bilderberg? Nun hauptsächlich, dass es Teil eines Netzwerkes von Gruppen ist, wie dem Atlantic Council, der Trilateralen Kommission. Es ist vielleicht die exklusivste und die, in welche man am schwersten hineinkommt, nehme ich an. Man wird dort nicht so leicht Mitglied. Es ist grundsätzlich private Governance. Es ist die Vorstellung, dass die Konzerne und die Bankster die Wähler seien. Es sind nur ihr Wohlergehen und solche Dinge. Und sie haben wirklich den Einfluss in der Gesellschaft. Einzelne Leute sind bloß wie Zahnräder. Denn wir sind die Schuldenbezahler. Wir bezahlen die Zinsen auf die Schulden im schuldenbasierten Geldsystem, welches ihr zentraler Hebel der Kontrolle ist. Bilderberg ist also der exklusivste Teil dieses Netzwerkes und es läuft gerade. Es ist jetzt das 62. Mal und es ist das 60. Jahr, wie viele von uns wissen. Es findet zum 3. Mal in Dänemark statt, wo es zuletzt 1969 stattgefunden hat. Und es ist eine kritische Zeit angesichts des euroskeptischen Wahlergebnisses. Es gibt eine Reihe populistischer Parteien, die zentrale Herrschaft in Brüssel nicht mögen, die Anti-EU sind. Und darüber wird zweifelsohne hier auf der Bilderberg-Konferenz 2014 in Kopenhagen diskutiert werden und auch über andere Themen.
Haben Sie eine Idee, wer besonders mächtig innerhalb von Bilderberg sein mag? Nun ja, die langjährigen Teilnehmer und das Steuerungskomitee, die hier seit einer Reihe von Jahren sind, selbst über mehrere Generationen. David Rockefeller natürlich, aber ich denke, es ist auch nicht mehr gesund genug. Dann haben Sie die Henry Kissingers dieser Welt. Sie haben Donald Graham hier gehabt, über viele Jahre, der die Washington Post geleitet hat. Und er hat sie vor kurzem an Jeff Bezos von Amazon veräußert. Und Jeff, ich glaube, ich habe ihn hier gesehen. Sogar schon am 26.05., 3 Tage vor dem ersten Tag von Bilderberg 2014. Sie haben die neue Garde, welche die alte Garde ersetzt in allen Presseorganen, wie zum Beispiel der Washington Post. So wird es fast ein transgenerationales Ding, nicht durch die Familie, sondern über das Geld, durch die Klasse, den Unterschied. Sie haben dieselben Medien hier fast jedes Jahr. Leute von der Financial Times, von Economist und die gleichen Thinktanks schon seit langer Zeit wie die Brookings Institution. Es ist fast eher so, dass die Institutionen hier eine Präsenz unterhalten, unabhängig davon, wer sie heute repräsentiert. Und das läuft so seit vielen Jahren. It seems to me that it's rather a place of coordination between different Es scheint mir, dass es eher ein Ort der Koordinierung ist zwischen verschiedenen Banken, verschiedenen Medienkonzernen und Thinktanks und eher ein Platz der Koordinierung und nicht etwa an der Spitze der Pyramide. Ich denke, es ist eher, wie es Michael Mitchell letztes Jahr in Redford auf dem Gelände von Bilderberg gesagt hat und später im Parlament. Viele haben seine Rede im Parlament gesehen, als er Kenneth Clark zu Bilderberg konfrontiert hat, und es ist in YouTube und überall gewesen. Und Mitchell sprach darüber, dass hier auf einer Ebene Vereinbarungen getroffen werden, dass sie hier hinkommen, um die besten Geschäfte für die jeweiligen Firmen zu machen. Aber man läuft geradewegs in Probleme. Wenn man ein Konzern- oder Bankeigentümer ist und hier hinkommt und mit einem Regierungsvertreter spricht, dann spricht man über einen regulatorischen oder steuerlichen Vorteil. Was für einen Deal kann man sonst von einer Regierung bekommen, oder? Sie können möglicherweise Regulierungen verabschieden, welche ihre Wettbewerbsfähigkeit zerstören, und sie wollen die Macht ihres Unternehmens erhalten. Aber man gerät direkt in Probleme, denn man kann nichts dafür, selbst unter den besten Bedingungen, wenn man ein wirklich starkes Potenzial für einen Interessenkonflikt hat. Und ich weiß, was Sie sagen. Wir treffen hier keine Entscheidungen, keine Resolutionen werden hier vorgeschlagen oder beschlossen. Aber wie gesagt, das müssen Sie auch gar nicht. Sie können einen allgemeinen Konsens erreichen. Die Mitglieder gehen zurück zu ihren jeweiligen Einflussbereichen und sie führen die allgemeine Planung und Struktur aus, welche sie wollen. Die Ölbarone bekommen den Preis, den sie wollen. Die Banker erhalten die Vereinbarungen und Zinssätze und Sparmaßnahmen, die sie wollen. Die tatsächlichen oder möglichen Interessenskonflikte häufen sich, wohin sie auch schauen. Dieses Mal scheint es wirklich wichtig zu sein hinsichtlich Geostrategie. Sie reden über die Ukraine und Herr Rasmussen ist hier und auch der Sakeur, der höchste NATO-Soldat für Europa. Das ist eine große Sache, die Sie erwähnen. Die NATO-Sache im Hinblick auf Putins Eindringen in die Krim. Sie beschäftigen sich mit der Aufrechterhaltung der Hegemonie, der Dominanz der NATO, denn die NATO hat seit einiger Zeit vor, ostwärts zu expandieren. Die NATO hat bloß ihre Expansion nach Osten angeordnet und die EU feiert ständig die Akquisition neuer Nationen unter ihrem Schirm. Die EU und die NATO gehen also Hand in Hand und bewegen sich auf einen, ich würde sagen, Anschluss anderer Nationen, selbst mit Beschämung Putins, der schützt, was er als Interessen Russlands in der Krim bezeichnet. Und wer führt das Töten durch? Antirussische, pro-Kiew, pro-westliche Militärstreitkräfte töten unschuldige Donetsker und in anderen Teilen der östlichen Ukraine. Das wird zweifellos diskutiert. Und zweifellos diskutieren sie 2014 all diese populistischen Wahlen, dass sie Leute wählen, die gegen die EU, gegen Brüssel, gegen Zentralisierung sind. Bilderberg hat so etwas wie ein blaues Auge, obwohl sie sich schnell erholt haben. Sie sind offenbar unverwüstlich. Dies sind Megatrends, über die sie mit Sicherheit reden. Was mich ziemlich neugierig macht, ist, dass dort 3 Leute aus China sind und einige der Thinktanks, die hier sind, scheinen mir zumindest China nicht weniger zu misstrauen als Russland. Und nun sind hier 3 Leute aus China, 2 Wissenschaftler und sogar ein Minister.
For 2014, you're saying they're here now. Für 2014. Sie sagen, sie sind jetzt hier. Ich habe gehört, ich muss es noch überprüfen, dass sie die Brookings Institution, der einflussreiche Think Tank aus den USA, eine Menge von den schweren Gewichten hebt. Sie kommen heraus mit Dingen, die pro Bilderberg sind. Die Idee von Vereinigten Staaten von Europa, die Idee einer stehenden Armee für ganz Europa, die getrennt von der NATO ist. Die Idee einer Zentralbank für Europa, die stärker als die Federal Reserve ist. Die Idee einer Fiskalunion, wo all die EU-Mitgliedsnationen, ob sie nun Teil der Eurozone sind oder nicht, ihre Besteuerungs- und Haushaltshoheit unterwerfen. Und jene traditionell nationale Funktion wird nach Brüssel gehen. Und wie Sie wissen, wollen Sie das EU-USA-Handelsabkommen, die transatlantische Handelspartnerschaft, über welche Brookings sprach, bevor Trilaterale und Bilderberg darüber sprachen. Die Trilaterale Kommission ist die Bruderorganisation von Bilderberg. Viele Male hat man einen Vertreter Chinas im äußeren Bereich von Bilderberg gehabt. Aber die Frage ist, bei dem anderen Vertrag der Transpazifischen Partnerschaft, wollen Sie China bisher außen vor lassen? Obwohl es die größte Freihandelsvereinbarung in der Geschichte der Menschheit ist, wenn es jemals zu Ende konstruiert und fertiggestellt wird. Und Russland macht Energiegeschäfte mit China. Das ist der Beginn der Formierung einer Front gegen die EU. Und dann ist da die Eurasische Union, über die gesprochen wird. Das ist ebenso ein Gegengewicht gegenüber der EU. Sie haben all diese Dinge, die auf dem Schachbrett auftauchen. Es wird sehr interessant, sehr spannend. Was in der Ukraine geschieht, könnte Russland schmerzen und in einen Krieg in der Ukraine hineinziehen und dann der NATO eine Rechtfertigung geben, einzugreifen und der NATO einen weiteren Anlass geben, ihre Vorherrschaft zu verteidigen. Um nicht extravagant ins Detail zu gehen. China könnte von außen vorgelassen werden bei der Transpazifischen Partnerschaft. Mittlerweile versuchen sie, Japan hineinzubekommen in die Transpazifische Partnerschaft und das nach Osten auszudehnen und um Russland einzukreisen. Was immer Russland, was auch immer seine Absichten sein mögen, gut, schlecht oder gleichgültig, was immer man von Putin denken mag, so werden die Schachfiguren bewegt. It seems to me that the place where Bilderberg is meeting sometimes has a symbolic meaning. Es scheint mir, dass der Ort, wo Bilderberg sich trifft, manchmal eine symbolische Bedeutung hat. Ja, das kann sein. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut in Griechenland, bevor sich die Krise in Griechenland gezeigt hat, und sie haben sich in Spanien getroffen, und ich denke in Irland. Vielleicht ist es Zufall. Was denken Sie darüber? Ja, wo immer sie hingehen, hinterlassen sie Spuren. Es wirkt so. Aber Korrelation bedeutet nicht immer Untermauerung. Das ist eine Regel des Journalismus. Aber es scheint, wo immer sie hingehen, verringert sich die Freiheit. Ich habe von einer vernünftigen und zuverlässigen Quelle, welche noch bestätigt werden muss, dass während der ganzen Aufregung, dass populistische Politiker ihr Amt antreten werden, dass Dänemark sein Recht aufgegeben hat, sein eigenes Patentrecht zu haben für die Patentierung von Produkten, sowie das Patentamt in den USA. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die Wähler versehentlich oder warum auch immer die Kontrolle über ihr Patentrecht hier in Dänemark aufgegeben. Das ist ziemlich seltsam. Das ist geschehen, noch bevor Bilderberg sich hier getroffen hat. Und dann Spanien, wo sie sich 2010 getroffen haben. Spanien versinkt immer mehr in ökonomischem Chaos. Sie haben die Meinungsfreiheit fast bis auf die Knochen eingeschränkt. Selbst kleine Versammlungen werden in Spanien aufgebrochen. Und es scheint so, dass wo immer die Bilderberger hingehen, es dem betreffenden Land hinterher schlechter geht. Ich könnte weitere Beispiele nennen. Kennen Sie Beispiele von Menschen, die nach Bilderberg eingeladen gewesen sind und dann, wenn sie zurückgekommen sind, Themen von Bilderberg aufgegriffen haben? Das ist eine schwierige Frage. Es ist schwer zu wissen, ob jemand von Bilderberg mit einer Initiative oder Idee kommt, welche man gesichert auf Bilderberg zurückführen kann. Sie haben zum Beispiel John Kerry, einen US-Senator aus Massachusetts, der bei Bilderberg schon 2012 in Chantilly in Virginia gewesen ist, wo sie auch zuvor schon einmal waren. Und nicht allzu lange danach ist er US-Außenminister geworden. Nun ist er einer der wirklichen Spieler bei der Trilateralen Kommission. Meine internen Quellen teilen mir mit, dass er bei der Trilateralen Kommission erst Ende April 2014 gewesen ist. Da gibt es keinen Kommentar. Und dann sprach er zu jener Gruppe, dem Atlantic Council,
auch ein Teil des Bilderberger Netzwerkes und sagte, Wladimir Putin sei fast ein neuer Hitler und dass wir diesen russischen Bären kontern müssten. Der Kalte Krieg kommt zurück. Fühlen Sie nicht die Frische und all diese Dinge? Und sie veröffentlichten ein Papier der Trilateralen Kommission mit dem Namen Containing Russia. Russland in Schach halten. Sie haben es jetzt online veröffentlicht. Aber meine Quelle sagt mir, dass Sie Russland im Blick hätten. Und nun kommt es nach Bilderberg. Verfolgen Sie die Linie. Kerry geht nach Bilderberg 2012. Wird US-Außenminister. Beginnt gegen Russland zu agitieren. Spricht mit der Trilateralen Kommission. Spricht davon, Russland in Schach zu halten und sich gegen Russland zu positionieren. Und spricht in sehr zündlerischen Worten. Fast schon kriegerisch. Und nun schauen Sie sich an, wo wir sind. Also nochmal, man kann nicht jeden Punkt mit einer dicken Linie verbinden, aber man kann sicherlich einige vernünftige, gesicherte Extrapolationen von da aus machen. Vielleicht ist das noch etwas zu wenig, aber Sie sind auf dem richtigen Weg. Have you ever had someone speaking up about Bilderberg who has been there? I think there has a... Haben Sie jemals jemanden gehabt, der bei Bilderberg gewesen ist und darüber gesprochen hat? Ich denke, Sie haben dort die Chatham-House-Regeln, nach welcher Sie nicht sagen dürfen, wer dort was gesagt hat. Aber Sie dürfen vermutlich etwas berichten. Nach meiner etwas begrenzten Erfahrung, obwohl es umfangreiche Studien, Diskussionen und Schreiben umfasst, ist, dass Sie eine Idee verbreiten, welche von hier kommt, aber dass Sie nicht sagen werden, dass sie von hier kommt. Ich denke, dass die Chatham-House-Regeln sagt, dass man, wenn man die Konferenz verlassen hat, nicht sagt, dass man eine Idee oder politische Idee von dort hat. Sie mögen eine Idee verbreiten, vielleicht etwas erwarten, dass sich die Dinge abkühlen. Es ist ihnen aber untersagt, mitzuteilen, was hier gesagt worden ist oder die Idee diesem Ort zuzuschreiben. Ich denke, solange sie diese Verbindung nicht aufzeigen, haben sie kein Problem. Lassen Sie uns ehrlich sein. Sie mögen nicht über alles miteinander übereinstimmen. Vielleicht gibt es hier Dissidenten. Vielleicht der niederländische Politiker, der als Bilderberg-Teilnehmer aus dem Treffen gekommen ist und mit einigen der Aktivisten heute gesprochen hat am 30. Mai 2014. Sie mögen alle Bedenken haben. Sie sind nicht alle unbedingt Schurken. Man macht einen Deal mit dem Teufel und selbst die besten Leute können in Versuchung geraten. You make a deal with the devil and you know, even the best of people can get compromised. I would like to learn a bit about your newspaper, the American Free Press. Oh, sure, absolutely. Ich würde gerne etwas über Ihre Zeitung, die American Free Press, erfahren. Oh, sicher, absolut. Sie existiert seit 2001. Das sind die neuesten Schlagzeilen, die ich schrieb auf der Vorderseite. Bilderberg, site confirmed. Bilderberg-Ort, bestätigt. Oder Bilderberg, untersucht. Ein sehr wichtiger Artikel, wie ich glaube. Schauen Sie auf AmericanFreePress.net. Dort können Sie eine Online- oder eine gedruckte Fassung erhalten. Sie existiert seit 2001, als Sie die Spotlight schließen mussten und American Free Press wuchs an deren Stelle. Jim Tucker, mein Vorgänger zu Bilderberg, berichtete über Bilderberg bereits für Spotlight seit den 70er Jahren bis 2001. Und dann wechselte er zu American Free Press und übergab es mit der Zeit und darum bin ich jetzt hier. Es ist eine Wochenzeitung mit Sitz in Washington, D.C. Sie trifft ziemlich hart. Wir bekommen eine Menge Kritik, aber wir gewinnen auch eine Menge Freunde. Wenn Sie wollen, dass ein Bericht so wahrheitsgemäß wie möglich ist, machen Sie sich einen Feind. Aber ich denke, die Leute kommen vor allem, wenn sie realisieren, dass die dominanten Konzern-Mainstream-Medien kein Mainstream sein sollten. Und er führt die Leute tatsächlich viel zu oft in die Irre. Vielen Dank. Many thanks. Yeah, well, thank you. Thank you for having me. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Es ist Samstag, der 31. Mai 2014. Wir sind hier in Kopenhagen gegenüber dem Marriott Hotel, wo derzeit die Bilderberg-Konferenz 2014 stattfindet. Ich spreche jetzt gleich in Englisch, interviewe ich Professor Dr. Niels Herrit. Professor Herrit, you have made important findings regarding nanothermit at Professor Herrit, Sie haben Forschungsergebnisse bezüglich Nanothermit und 9/11.
Das ist korrekt. Sie beziehen sich auf eine wissenschaftliche Veröffentlichung aus dem April 2009. Es sind nun 5 Jahre seit der Veröffentlichung. Sie ist in diesen 5 Jahren wissenschaftlich weder widerlegt noch bezweifelt worden. Um es sehr kurz zu machen, was wir gefunden haben im Staub des World Trade Centers, sind die Überreste von einem thermitischen Material. Es sollte nicht zu weit gedeutet werden. Es ist etwas Material, welches Energie enthält. Die Amerikaner unterscheiden zwischen Explosives, also Sprengstoffen, und Incendiaries, also Brandmitteln. Und Brandmittel sind etwas, das mittels Hitze zerstört. In der Tat ist es eine deutsche Entdeckung. Die Thermitfraktion wurde entdeckt von dem deutschen Chemiker Hans Goldschmidt 1893. Wenn Sie sehr feines Aluminium und Eisenoxid, also Rost, miteinander mischen und sie miteinander reagieren lassen, bekommen Sie eine Reaktion, die sehr gewaltig ist, in dem Sinne, dass sie eine enorme Menge an Hitze entwickelt. Es kann benutzt werden zum Schneiden von Stahl. Es kann sogar durch das Metall von Panzern dringen, sodass es benutzt wird für Granaten und Torpedos für militärische Zwecke. Es kann aber auch zivil genutzt werden. In der Ruhrstadt Essen zum Beispiel ist es zum ersten Mal verwendet worden für das Zertrennen von Straßenbahnschienen. Es ist dort zum ersten Mal für nützliche Zwecke verwendet worden. Es kann auch verwendet werden für militärische Zwecke und das Schneiden von Stahlrädern und Stahlsäulen. Und unsere These ist, dass das Nanothermit benutzt worden ist für die Sprengung der 3 Hochhäuser beim World Trade Center. Es wurden, wie Sie vielleicht wissen, 3 Hochhäuser gesprengt, die Zwillingstürme und das World Trade Center 7. Es gibt keinen Zweifel, dass Sprengstoffe eingesetzt worden sind, aber man kennt die chemische Zusammensetzung dieser Sprengstoffe nicht. Unsere Ergebnisse legen nur nahe, dass dort etwas ist, was sich im Staub der World Trade Center nicht befinden sollte bei einer kontrollierten Gebäudesprengung. Is Nanothermit also used by Wird Nanothermit üblicherweise nur im militärischen Bereich benutzt oder auch bei anderen Gebäudesprengungen? Das wissen wir nicht. We don't know. We have no examples of commercial demolitions. Wir haben keine Beispiele, wo es für kommerzielle Gebäudeabrisse benutzt worden wäre. Das ist militärische Forschung. Es ist militärisches, energetisches Material und nicht kommerziell erhältlich. In der Tat wird es sehr selten für kommerzielle Abrissarbeiten benutzt. Es wurde 1935 verwendet für den Abriss von 2 Stahltürmen in Chicago. Aber normalerweise ist es zu teuer für normale Abrissaufgaben. Bei regulären kommerziellen Demolitionen nutzen kommerzielle Firmen billigere Sprengstoffe. Wir kennen keinen neueren Fall einer kontrollierten Sprengung, wo Nanothermit benutzt worden wäre. We do not know of a recent case of a controlled demolition where thermite was used. So this might be a hint that someone was who has access to nanothermit. Das könnte also ein Hinweis darauf sein, dass jemand, der vielleicht Zugriff auf Nanothermit aus Armeebeständen hat, involviert sein könnte in 9/11. Well, we are not speculating. This is not our duty as scientists. Nun, wir spekulieren nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe als Wissenschaftler. Unsere Aufgabe ist es, Beweise zu sammeln und die Öffentlichkeit zu informieren auf Grundlage von soliden Informationen, die sich auf Beweise gründen. Das ist Wissenschaft, das ist Forschung. Die Nanothermit-Story ist nicht die wichtigste hinsichtlich des Gebäudes. Die Nanothermit-Story ist nicht die wichtigste hinsichtlich des Einsturzes der Zwillingstürme. Wenn wir zoomen auf das 3. Gebäude, so ungefähr 20 nach 5, also das berühmte World Trade Center 7, es stürzte ein mit der Geschwindigkeit eines fallenden Steins. Und nach den grundlegenden Gesetzen der Physik gibt es keine Realität von Energie, Tonnen aus Stahl und Beton so schnell einzureißen, wie man einen Ball fallen lässt. Das ist ein absolut eindeutiger wissenschaftlicher Beweis, dass es sich um eine kontrollierte Sprengung handelt. Das braucht Monate, wenn nicht ein halbes Jahr an Vorbereitung. Und es widerlegt die offizielle Verschwörungstheorie, wie Sie wissen, über Osama Bin Laden und die 19 Flugzeugentführer. Sie ist falsch. Sie ist wissenschaftlich widerlegt. Und diese Schlussfolgerung basiert auf den ältesten Gesetzen der Physik.
Wir sprechen über Galileo Galileis und Isaac Newtons Erkenntnisse über die Bewegung. Die offizielle Geschichte verletzt diese grundlegenden physikalischen Gesetze. Das ist das primäre Argument gegen die offizielle Verschwörungstheorie. Ace Baker sagt, dass es eine riesige Staubwolke gegeben hat und dass das Nanothermit diese nicht erklären kann. Es muss also zumindest etwas weiteres gegeben haben. Das wird zutreffen. Kein seriöser Wissenschaftler behauptet, dass die World Trade Center allein durch Nanothermit eingestürzt sind. Nach meiner Meinung und Überlegung sind mindestens zwei Arten von Thermit eingesetzt worden. Es sind Stahlbalken sulfurisiert worden, das heißt, sie enthalten Schwefel. Das ist die Strategie, welche sie einsetzen, wenn sie Stahlbalken schneiden wollen. Wir reden hier über die militärische Art von Thermit, welche man Termate nennt. Und bei Termaten fügt man Schwefel zur Hand Goldschmidts Mixtur hinzu. Es wurde also Termate benutzt. Und Sprengstoffe wurden benutzt. Wir kennen die Zusammensetzung dieser Sprengstoffe nicht. Sie könnten thermatisch gewesen sein, das wissen wir nicht. Und wo das Nanothermit seinen Platz hat in dem Einsturz-Szenario, wissen wir nicht. Ich habe meine eigene Hypothese und wir befinden uns diesbezüglich in Spekulationen. Was haben Ihre Ergebnisse erreicht in der Politik und im öffentlichen Bewusstsein? Zumindest haben unsere Ergebnisse mir viele Anerkennung gebracht. Was ich mache, ist, den größten Teil meiner Zeit herumzureisen und Präsentationen zu geben über den Einsturz der World Trade Center mit einem Fokus auf Gebäude Nummer 7. Ich habe über 200 Präsentationen in 14 Ländern einschließlich Deutschland gemacht. Ich bin noch nicht wieder im Ruhrpott gewesen und würde sehr gerne wieder dorthin kommen. Ich habe 1970 in Mülheim gearbeitet und studiert am Max-Planck-Institut und hatte dort eine großartige Zeit. Das ist es, was ich tue und gebe Präsentationen zum Kollaps der World Trade Center. Und was ich sage ist, Sie wissen, es gibt zwei Arten von Leuten hinsichtlich der offiziellen Geschichte. Die offizielle Geschichte ist die Verschwörungstheorie. Die einen sagen, gut, wir wissen, dass die offizielle Geschichte falsch ist. Eine Lüge ist. Die anderen sagen, gut, wir wissen es, aber wir wollen es nicht wissen. Jeder weiß, dass dies etwas ist, worüber wir nicht reden. Das heißt, sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Jeder weiß, dass jeder weiß, aber keiner redet darüber. Und das ist die Art von Situation, in der wir uns nach dem Willen der Eliten befinden sollen. Eine Gesellschaft von Furcht und Lügen. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier beim Bilderberg-Meeting protestieren. Denn dies ist die Art von Entscheidungen. Sie treffen hier Entscheidungen hinter diesen Fenstern, jetzt gerade über die Welt. Dies sind die westlichen Staaten, vor allem NATO-Länder. Es ist ein westliches Elitentreffen hier. Ich weiß, Sie haben die Chinesen eingeladen, denn die sind nervös wegen des Finanzsystems, aus guten Gründen. Das ganze Ding wird voraussichtlich sehr bald crashen. Und das Ergebnis dieses Kollapses kennen wir nicht. Wir wissen, es wird vermutlich hässlich werden. Wir wissen, dass die endgültige Situation abhängt von der Aufklärung der Öffentlichkeit und von unabhängigen TV- und Nachrichtenquellen wie Ihnen. Davon hängen wir ab, um die Wahrheit zu sagen. Denn die Wahrheit ist das beste Mittel zur Verteidigung gegen Krieg. Es gibt keinen ehrlichen Krieg. Wenn Sie einen Krieg verhindern wollen, ist das, was Sie tun müssen, die Wahrheit sagen. Und die Mainstream-Medien lügen die ganze Zeit. So we are here to tell the truth and this is the best weapon for a reasonable society. Well, some of mainstream media are invited to conferences like Bilderberg, so... Einige der Mainstream-Medien sind eingeladen worden zu Konferenzen wie Bilderberg. Vielleicht gibt es einige Themen, über welche Sie nicht sprechen, weil Sie eingeladen worden sind. Ziemlich korrekt. David Rockefeller kam heraus 1991 mit der Stellungnahme, wenn wir die Redakteure von New York Times, Washington Post und Time Magazine, all die großen Medienoutlets nicht hätten. Er lobte sie für ihre Diskretion, schon seit 60 Jahren. Dass wir die Pläne für die neue Weltordnung nicht hätten verfolgen können, wenn wir unter dem prüfenden Blick der Presse gewesen wären. Die Presse ist also Komplize gewesen bei den Verbrechen und all den Kriegen gegen den Terror, welche unsere Gesellschaft heimgesucht haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind eine der Hauptpersonen bei der Widerlegung der offiziellen Geschichte von 9/11. Darauf aufbauend und auf den Schock haben wir den Krieg gegen den Terror gesehen und auch umfangreiche Privatisierung und Sozialabbau. Davon am wichtigsten vermutlich der Krieg gegen den Terror.
and all the wars and terror. You belong to the key persons who have challenged the official story about 9/11. Haben Sie erlebt, dass die Menschen oder Regierungen sich abwenden von dem Konzept, wenn sie erfahren, dass die offizielle Geschichte nicht stimmen kann? About learning, you know, erfahren? Was sie annehmen ist, dass sie es nicht wissen. Sie wissen es. Alle wissen es. Alle Redakteure, alle Journalisten wissen es. Aber sie sprechen nicht darüber. Wissen Sie, sie schauspielern eine Menge. Sie spielen mit wegen des amerikanischen Militärs grundsätzlich und wegen der Interessen der Eliten. Weil Krieg die beste Maschine zum Geldmachen ist, die es jemals gab. Es ist das profitabelste Geschäft. Daher die Banken und die Konzerne, die Waffenhersteller und die Waffenindustrie und der militärisch-industrielle Komplex, die sind alle daran interessiert, dass wir gewöhnliche Leute gegeneinander kämpfen. Sie inszenieren Kriege. Und eines der Mittel, Krieg zu starten, ist Terror. Und der Krieg gegen den Terror basiert auf einer falschen Prämisse. Und 9/11 ist die offensichtlichste und unverfrorenste Lüge aller Zeiten. Sie haben es diesmal wirklich verpfuscht, haben sich was geleistet. Der Einsturz des World Trade Center 7 ist offensichtlich. Jeder kann sehen, dass es eine kontrollierte Sprengung gewesen ist. Sich selbst zum Narren zu halten, ist sehr dumm. Viele Menschen tun das. Und darum ist unsere verrückte Gesellschaft in einem solchen Zustand der Angst und Lügen. Jeder versteckt sich und hofft, dass der Sturm vorbeiziehen würde, wenn es herauskommt. Aber das wird er nicht. Wir müssen die Wahrheit konfrontieren. Und ohne die Wahrheit wird es keinen Frieden geben. Vielen Dank. Vielleicht können wir dies beenden mit... Dies hier ist ein T-Shirt von Künstlern für den Frieden. Wenn ich mich umdrehe, können Sie in Dänisch sehen das Motto dieser Vereinigung und es sagt, kein Frieden ohne Wahrheit. No peace without truth. Thank you. Thank you. It is Friday, the 30th of May 2014. We are here at Copenhagen. Es ist Freitag, der 30. Mai 2014. Wir sind hier in Kopenhagen mit Herrn Leve Prock. Er ist Kandidat Nummer 2 der Volksbewegung gegen die EU in Dänemark. Herr Prock, Sie haben erneut eine Abgeordnete im Europaparlament. Was sind die Hauptthemen Ihres Programms, welche Sie nun im Europaparlament umsetzen wollen? Yes, you can say we have four pillars. Ja, unser Programm hat vier Säulen. Die erste ist Demokratie. Es geht darum, Macht von der EU zurückzubekommen, aber auch der Einsatz für eine demokratischere EU. Die zweite sind hohe Umweltstandards. Es geht um höchste Umweltstandards, aber auch um Tierschutz und um Gesundheitsthemen. Die dritte Säule betrifft das nordische Wohlfahrtsstaatsmodell. Wir denken, dass es gut ist, das nordische Wohlfahrtsstaatsmodell zu haben, und wir verteidigen es im EU-System. Und das vierte ist internationale Solidarität, für die wir uns einsetzen. Sie sehen, diese vier verschiedenen Bereiche versuchen wir uns so gut einzusetzen, wie wir können. Hinsichtlich der Demokratie wollen Sie Macht zurückgeben an die Nationalstaaten. Was ist mit dem EU-Parlament? Ja, wir sind der Auffassung, dass die Zentralisierung viel zu weit gegangen ist in der EU. Es hat eine deutsche Untersuchung gegeben, wonach 80% der Gesetzgebung auf nationalstaatlicher Ebene von der EU bestimmt wird. Aber auch auf regionaler und kommunaler Ebene hat die EU viel Macht. Daher denken wir, dass die Zeit gekommen ist, Macht zurückzugeben. Aber solange wir die EU haben, ist das EU-Parlament die Institution, die wir nutzen können. Es ist wirklich schlecht für die Demokratie in der EU, dass die EU-Kommission als einzige Institution das Monopol hat, dort legislative Initiativen zu machen. Ich sehe es so, dass jedes der nationalen Parlamente Gesetzesinitiativen machen können sollte. Und als zweitbeste Möglichkeit sollte es das EU-Parlament sein. Was ist wichtig genug für ein Referendum bezüglich der EU? Wir denken, dass es Referenden geben sollte, zumindest bei der großen Vertragsänderung bezüglich der EU wie der Lissabon-Vertrag. Es war sehr schlecht für die Demokratie, dass er umgesetzt wurde, in den meisten Ländern ohne ein Referendum. Und natürlich der Fiskalvertrag, welcher der EU Einfluss gibt auf die Fiskalpolitiken aller Mitgliedstaaten, unterminiert die Demokratie und sollte ebenfalls einem Referendum unterworfen werden.
Aber auch die Bankenunion, welche nun auf dem Weg ist, wonach die EU entscheiden kann, welche Banken wir schließen und so weiter, das muss eine Frage sein, über welche die Bevölkerung entscheidet. Und hinsichtlich parlamentarischer Themen, wo müssen wir besonders bewusst sein, was die EU tut hinsichtlich der Umwelt? Ich denke, wir müssen besonders aufmerksam sein bei verschiedenen Themen, denn die EU beeinflusst die Umwelt auf verschiedenen Ebenen, darunter in der Agrarpolitik bezüglich der Pestizide in der Landwirtschaft, welche in das Grundwasser gehen. Die EU beeinflusst die Gesundheit über die Menge der schädlichen Substanzen, welche hormonverändernd oder krebs- oder allergiefördernd sind. Die EU unterminiert auch biologische Produkte. Dänemark hat sehr starke und hohe Kennzeichnungen für biologische Produkte. Es gibt eine Diskussion in der EU, die nationalen Kennzeichnungen abzuschaffen und nur noch eine für die EU zu haben. Das wäre nicht gut für die biologische Wirtschaft. Aber die EU unterminiert auch das Konzept, was biologisch ist. Die EU hat erlaubt, Nitrat und Nitrit in biologischen Fleischprodukten zu haben und das erhöht das Krebsrisiko. Die EU hat auch Schwefel in biologischem Wein erlaubt und ich denke, viele Menschen glauben, dass sie biologisch, dass sie gesund einkaufen. Und darum denke ich, es ist schlimm, dass die EU das biologische Konzept untergräbt. Was ist Ihre Position zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP? Nun, persönlich unterstütze ich das Konzept von Zollsenkungen und der Senkung von Handelsbarrieren. Aber TTIP enthält auch ein System von Sondergerichten, welche voraussichtlich die Entscheidungen auf nationalen Ebenen überstimmen würden, wenn Firmen vermutlich künftige Profite verlieren würden. Und ich denke, das ist problematisch für die Demokratie. Wenn zum Beispiel Dänemark ein Pestizid verbieten würde und dann ein Unternehmen klagen und wegen der entgangenen Profite. Ich denke, das ist nicht gut für die Demokratie. Sie sprechen von globaler Solidarität. Auf welche Gebiete fokussieren Sie sich? Nun, ich denke, das ist auf ziemlich vielen Gebieten. Die EU gibt weiterhin Exportsubventionen, welche die Wirtschaft ärmerer Staaten untergraben. Sie überfischt die Gewässer verschiedener afrikanischer Staaten. Sie unterminiert auch Friedensprozesse, zum Beispiel in der Westsahara. Die EU macht ein Abkommen mit Marokko, welches Westsahara mit einschließt, obwohl die UNO die Westsahara-Frage mit einem Referendum zu lösen versucht. Wir können es auch sehen an den EU-Terrorlisten, welche schlecht sind für die Friedensverhandlungen in verschiedenen Teilen der Welt. Als Norwegen eine viel andere Rolle gespielt hat, hat es die Terrorliste der EU nicht angewendet. Norwegen ist neutraler, unparteiischer. So konnte Norwegen zum Beispiel für Kolumbien verhandeln für den Frieden. Während die EU sagt, du bist Feind und du bist Freund, haben sich die Norweger mit der Regierung und mit der FARC zusammengesetzt. Und tatsächlich haben sie es geschafft, eine Friedensvereinbarung zwischen Regierung und FARC auszuhandeln. Damit wird es nun tatsächlich eine Landumverteilung innerhalb Kolumbiens geben. Und die Ukraine, wie sehen Sie die Rolle der EU bisher? Ich denke, die EU hat sich verhalten wie ein Elefant in einem Glasgeschäft. Die hätten sich raushalten sollen, anstatt sich einzumischen. Denn was die EU getan hat, ist nur, die Lage zu provozieren. Die EU ist, so denke ich, kein neutraler Part in diesem Konflikt. Was sie getan hat, ist eine Situation zu provozieren. Und ich denke, einen Vertrag abzuschließen, bevor man eine gewählte Regierung hat, war keine gute Idee. Und was gebraucht wird, ist innerhalb des Rahmens der UNO, wo Ukrainer von beiden Seiten verhandeln können und die Frage darüber reden können, wie sie eine Föderation und eine friedliche Entwicklung für alle Ukrainer finden können. Sie sagen in Ihrem Programm, dass Sie gegen die Militarisierung der EU sind. Wie weit sind Sie gegen die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU? Wir denken, dass die EU gar nichts mit Militär zu tun haben sollte. Wir denken, da sollte es gar keine Verteidigungspolitik geben. Und ich bin glücklich, dass Dänemark nicht Teil der EU-Verteidigungspolitik ist. Aber wenn wir es uns anschauen, können wir sehen, dass die EU einer der größten Waffenhändler der Welt ist. Die EU hat eine Verteidigungsagentur in Brüssel, welche die Waffenindustrie unterstützt. Die Waffenindustrie verkauft Waffen in Länder, die fortwährend Menschenrechte verletzen. Aber was wir auch sehen können, es ist
dass die EU sich verhält, wie gesagt, in verschiedenen Konflikten auf eine Weise, dass sie die Situation verschlechtern. In Sri Lanka zum Beispiel hatten die nordischen Staaten eine Friedensmission und Norwegen versuchte ebenfalls Frieden auszuhandeln. Und die EU setzte die Tamil Tigers auf eine Terrorliste, was einer der Hauptgründe dafür gewesen ist, dass der Friedensprozess ruiniert worden ist. Es endete in Sri Lanka mit einem Gemetzel. Was wir in der Tat sehen, ist, dass die EU eigene Interessen verfolgt in vielen Konflikten in der Welt, wobei sie darüber nachdenkt, wie man Geld macht, statt wie man Frieden macht. Und ich meine, die nordischen Länder, Dänemark zusammen mit Norwegen und anderen nordischen Ländern, sollten den Frieden in der Welt unterstützen und nicht bloß den Aufbau einer neuen Supermacht. You want to protect the Nordic welfare model. Sie wollen das nordische Wohlfahrtsstaatsmodell schützen. Inwieweit könnte dies denn unterminiert werden durch die EU? Man kann sagen, mit dem Fiskalpakt entscheidet die EU und gibt Ratschläge an alle Länder oder verlangt von den Staaten, wie sie handeln sollen. Und die EU hat nicht den gleichen Fokus auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Es gibt keine soziale Seite der EU, welche, wissen Sie, der Lissabon-Vertrag sagt, dass alle Mitgliedstaaten ihre militärischen Fähigkeiten verbessern müssen. Aber er enthält keine Vorschriften, wonach diese Mitgliedstaaten ihre Schulen, ihre Krankenhäuser oder all diese Dinge verbessern müssen. Wir können also sehen, dass es einen Fokus gibt auf Dinge wie Preisstabilität. Es gibt aktuell etwa 120 Millionen Menschen in der EU, welche entweder arm oder nahe der Armut sind und 26 Millionen Arbeitslose. Ich denke, wir haben hier ein großes Problem, dass die EU sich nicht fokussiert auf die Dinge, wie wir es im nordischen Wohlfahrtssystem tun. Lassen Sie uns die Bilderberg-Konferenz betrachten, welche gestern begonnen hat und welche hier in Kopenhagen bis Sonntag läuft. Unter anderem der frühere dänische Premierminister Anders Fogh Rasmussen ist dort. Viele Leute der dänischen Wirtschaft, auch von dänischen Medien. Was ist Ihre Ansicht zu Netzwerken wie Bilderberg? Ich meine, Leute können sich immer privat treffen, wenn sie wollen. Aber wenn sie sich treffen als Politiker und als wichtige öffentliche Bedienstete wie Anders Fogh Rasmussen und sie außerhalb ihrer privaten Rolle handeln, sollte es Offenheit geben. Wir wissen, dass auf der Bilderberg-Konferenz eine Menge Dinge, die mit der Entwicklung unserer Staaten und der Entwicklung der gesamten Welt zu tun haben, diskutiert werden. Und ich denke, dass das geschieht in geschlossenen Treffen, wo man nicht berichten kann, was die Leute sagen, ist ein Problem für die Demokratie. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir mehr Offenheit in dieser Hinsicht fordern sollten. Das ganze System von Bilderberg unterminiert in der Tat auch, dass wir offene Rahmenwerke innerhalb der UNO haben. Ich denke, das wäre erheblich besser, wenn Sie die gleiche Diskussion führen würden mit Zugang für die Zivilgesellschaft und die Medien innerhalb der UNO statt dieser geschlossenen Clubs. Many thanks. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you very much.